Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. The Exterminator war gewisserweise der Anfang vom Ende. Und nein, keine Sorge, ich meine jetzt damit nicht den Film an sich. Natürlich hat Regisseur James Glickenhaus für den Film den ein oder anderen Genre-Veteranen sprich und wortwörtlich durch den Fleischwolf gedreht, hat aber mit The Exterminator auch einige eigene coole Ideen umgesetzt und somit einen unterhaltsamen Film geschaffen. Nein, ich meine jetzt etwas ganz anderes und wesentlich Spezielleres. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch an das hier. Das war der Look der guten alten Arrow Video Blu-rays aus England, noch bevor sie eben diesen aktuellen Stil des wir machen's einfach irgendwie begonnen haben, sah jeder einzelne Titel so aus. Und das Geile ist, dieser Schuber hatte so ein schönes Plastikfenster und man konnte quasi aus vier Motiven auswählen und jeder konnte sich sein eigenes Cover ganz einfach zusammenschieben. Absolut geniale Idee, aber das ist jetzt genau das Problem, wo The Exterminator reinkommt. Wir haben von Arrow Video damals ein neues Motiv von The Dude Designs bekommen, das absolut großartig war, aber wenn wir jetzt einmal auf die anderen Cover-Optionen blicken, merke dir dieses hier, dann blicke auf dieses hier. Oder die vierte und letzte Option ist dieses hier. Merkt man irgendwas? Ja, das ist quasi dreimal dasselbe Motiv. Und ich kann mich noch erinnern, wie Arrow Video damals eben wirklich auf Facebook geschrieben hat mit so, ja, wir müssen uns für die Zukunft was anderes überlegen, weil wir sind jetzt drauf gekommen, dass es offensichtlich Filme gibt, wo es keine vier verschiedenen Motive gibt. Offensichtlich war Ralf Krause damals noch nicht geboren, oder? Die Option, dass man zusätzlich zu The Dude Designs vielleicht auch noch was von Rick Melton oder Graham Humphreys zeichnen können, das dürfte ihnen niemand gesagt haben. Aber das war mehr oder weniger eben der Grund, warum Arrow Video sich auf das normale Schuber und Standard Blu-ray Format geeinigt hat. Aber nachdem ich ja eben jetzt diese Arrow Video Blu-ray schon in meiner Sammlung hatte und es irgendwann einmal diese Zeit gab, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, ich möchte jeden Film nur ein einziges Mal in das ich kann den Satz nicht einmal fertig sagen, habe ich damals, wie eben das neue deutsche Mediabook von NSM Records erschienen ist, mich einfach dagegen entschieden, es zu kaufen, obwohl mir das Cover B damals, muss ich zugeben, wirklich gut gefallen hätte. Das wäre nämlich ein wirklich schön gezeichnetes, vor allem auch sehr spezielles, unbekanntes Cover, aber ich habe mir gedacht, na ist wurscht, wir haben ja eh schon die Arrow-Version. Wir spulen vor von 2013 ins Jahr 2021 und mir ist eines natürlich bewusst, es gibt eine große Lücke in meiner Sammlung, denn The Exterminator 2 ist nicht da und damit kommen wir zu dem großen Problem. Natürlich muss der Sammler in mir, wenn er sich jetzt The Exterminator 2 im Mediabook kauft, auch natürlich The Exterminator 1 passend dazu haben. Und mit passend meine ich mich jetzt schon, dass das MGM-Logo nur auf einem von diesen Teilen drauf ist, aber ich weiß, dass damit bin ich allein. Aber dann hatte ich noch ein weiteres Problem, denn wenn ich mir jetzt quasi schon The Exterminator 1 passend zu Exterminator 2 kaufen muss, dann muss ich Exterminator 1 passend zu Exterminator 2 kaufen. Und das Problem, was ich damit hatte, ist, das andere Cover von Exterminator 1 fand ich einfach nicht geil, weil das ist mehr oder weniger das absolute Standard-Cover, das schon Arrow Video dreimal verwendet hat, nur mit einem roten Hintergrund. Das wollte ich nicht. Also war mir ganz klar, von dem neuen Exterminator 1 Mediabook kann es nur das Ralf Krause-Motiv werden. Damit kam dann allerdings die Schwierigkeit, dass von Exterminator 2 mir irgendwie die schönen alten klassischen gezeichneten Cover auch wirklich wahnsinnig gut gefallen haben. Und da gibt es eben das einerseits das alte deutsche VHS-Cover, wo er quasi oben auf diesem Truck mit diesem, ja, ich sage jetzt einmal metallenen Schnurrhaaren steht mit seinem Flammenwerfer, das ich genial finde. Oder dieses etwas futuristischer angehauchte, wo er auf der Müllhalde spazieren geht, das es ja sogar in mehreren Versionen gibt, wo ich mir dachte, ich hätte eigentlich gerne, weil ich ja in letzter Zeit wirklich
fast satt gesehen bin an Ralf Krause Artworks und es immer, immer mehr gibt, was eigentlich relativ uniform ausschaut, um es einmal freundlich zu formulieren, hätte ich eigentlich gerne eines von denen. Aber da gibt's dann kein passendes für den ersten Teil. Also habe ich mich dann nach langer Überlegung wirklich dazu entschieden, nein, damit die zwei Teile zusammenpassen, muss das Ralf Krause Cover her. Und ich muss jetzt, wenn ich was waren das, gefühlte 2 Stunden der einleitenden Worte, mir jetzt eben diese Ralf Krause Covers, die da gekommen sind, anschaue, sagen, dass ich es wirklich nicht bereue. Ich meine, der Kerl zeichnet schon wirklich genial. Und ich finde das absolut cool, wie er jetzt einmal hier beim Cover von Exterminator 1 die bekannten Elemente aus dem Film hier auf dem Cover vereint hat. Natürlich einerseits, hoppala, die bekannte und von mir auch schon angesprochene Fleischwolf-Szene schön reißerisch umgesetzt. Dann natürlich eben auch das bekannte Postermotiv mit dem Flammenwerfer, das eben auch 3-Arrow-Videocover war. Dazu dann eben noch hier offensichtlich Kiefer Sutherland, bei dem gerade Google Maps abgestürzt ist, und noch ein paar andere Charaktere und Elemente aus dem Film. Das Ganze, wie man es von einem Ralf Krause-Motiv gewohnt ist, finde ich sehr schick und sehr cool positioniert. Und ich mag das, dass er sich bei den NSM-Covern ja auch wirklich Mühe gibt und da einige Elemente bereithält und das Ganze wirklich schön aufgeteilt und vor allem eben auch etwas detaillierter aussieht, als ich bei einigen anderen Krause-Motiven in der letzten Zeit gesehen habe. Aber wir schauen jetzt einmal auf das Backcover. Das ist in dem Fall recht einfach gestaltet, aber das kennen wir von NSM, ist aber etwas anders, als es quasi bei der alten Mediabook war. Da war hier oben ein anderes Bild. Lustigerweise war der Streifen mit den 4 Bildern aus dem Film exakt der gleiche. Natürlich auch dieser technische Block in weiß gehalten und ein bisschen anders aufgebaut. Und damals war der Film noch ungeprüft und nicht ab 18 von der FSK freigegeben. Also das Backcover ist ganz klar adaptiert von der alten Version, hat diese aber nicht eins zu eins übernommen. Schauen wir dann einmal ins Innere. Da wartet jetzt eben einerseits mit dem neuen Cover A eben Standardmotiv Marke Rot, beziehungsweise, oh, das Standardmotiv Marke Blau. Geil. Auf den Discs, wir haben dann eben noch das Standardmotiv auf dem Buckel. Ganz ehrlich, an der Stelle bin ich jetzt noch mehr froh, dass ich mich für die Ralf Krause-Version entschieden hätte, weil wenn ich dieses Scheißmotiv noch ein einziges Mal sehe in diesem fucking Mediabook, drehe ich, glaube ich, durch. Wir haben dann hier ein Innendesign, das zwar etwas unscharf ist, aber eigentlich für ein B-Action-Movie aus dem Jahr 1980 irgendwie ganz cool gemacht, muss man sagen, und jetzt nicht störend unscharf oder veraltet wirkt. Auch hier, im Gegensatz zu einigen anderen NSM-Mediabooks der letzten Zeit, diesmal sogar etwas Action hier auf der rechten Seite. Hier sehen wir nämlich ein Auto. Boah, geil. Und zwischen den beiden Discs ist natürlich wieder das Booklet eben vorne drauf, das Standardmotiv, das wir auch auf der Disc quasi eigentlich haben, nur mit anderem Hintergrund. Hier noch einmal die bekannte Fleischwolf-Szene und dann kommt zwischen den beiden Discs das hier übrigens von Nathan Thomas Miller. Finde ich auch eigentlich geil, dass ich das jetzt da drinnen habe. Das eben das alte klassische Cover B Mediabook von NSM, wo ich wirklich überlegt habe, mir das zuzulegen, weil das mit dem Comic-Look einfach absolut genial ausgesehen hat. Hier das Japan-Motiv mit demselben Bild, das eben auch Arrow-Video verwendet hat, aber ah, herrlich. Ich glaub, das wird der einzige Film sein, wo ein Typ nach einer Schießerei zum Chiropraktiker muss und sagt, ah, ich glaube, ich habe mir einen Wirbel eingeklemmt oder sowas. Bis deppert, der Typ hat noch nie ein Puffen in der Hand gehabt, oder? Hätte man zumindest ein bisschen üben können. Ansonsten, wie gewohnt, ein recht einfach gestaltetes Mediabook Innenleben mit einem Text von Christoph Kellerbach in dem Fall. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, diesmal eines der NSM Mediabooks, mit dem ich eigentlich wirklich happy bin.